Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Sandras Backideen. Ich war gestern im Garten und habe noch die letzten Äpfel geerntet und daraus werde ich nachher noch Apfelmus kochen und ein paar verarbeite ich in unserem Apfelkuchen. Wir backen heute Apfelschnitten mit einem Schokoboden, darauf kommt Apfelkompott, darauf eine Creme, darauf ein Schokoguss und zum Schluss ein Sahnetuff. Wenn ihr euch jetzt fragt, hatten wir diesen Kuchen nicht schon einmal? Nein, hatten wir nicht. Wir hatten so einen ähnlichen Kuchen mit anderen Zutaten. Lasst uns jetzt anfangen. Doch zuvor abonniert noch schnell meinen Kanal und läutet die Glocke, damit ihr keins der nächsten Videos verpasst. Hier sind die Zutaten für den Boden. 100 Gramm Butter, 80 Gramm Zucker, 3 Eier, 180 Gramm Mehl, 30 Gramm gemahlene Haselnüsse, 50 Gramm Raspelschokolade, 100 Gramm Schmand, 15 Gramm Backkakao, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 8 Gramm Backpulver und 100 Gramm Kuvertüre. Jetzt habe ich mir den Tisch mit den ganzen Zutaten vollgestellt, dabei wird doch zuerst die Kuvertüre gehackt. Dann kommt die Kuvertüre ins Wasserbad. Natürlich darf die Schüssel nicht wirklich im Wasser stehen. Nachdem die Kuvertüre geschmolzen ist, kann sie abkühlen und wir machen mit unserem Boden weiter und dafür schlagen wir die Butter und den Zucker cremig. Als nächstes gebe ich die Eier einzeln dazu. Nun kommen Mehl, Backpulver, Backkakao und die gemahlenen Haselnüsse dazu. Jetzt fehlen noch Schmand, Kuvertüre und Vanilleextrakt. Was fehlt jetzt noch in unserem schokoladigen Schokoboden? Die Schokoraspel. Der Teig ist fertig und kann auch gleich in unseren Backrahmen. Den habe ich auf 24 x 26 cm eingestellt. Nachdem der Teig glatt gestrichen ist, backen wir den Boden bei 180 Grad Ober- und Unterhitze im vorgeheizten Ofen. Der Boden ist fertig gebacken, er stand 20 Minuten im Ofen und kühlt jetzt ab. Und wir bereiten nun unser Apfelkompott zu. Und da brauchen wir 1 Kilogramm Äpfel, 60 Gramm Zucker, 1 bis 2 Zimtstangen, 4 bis 5 Esslöffel Zitronensaft, 60 Gramm Speisestärke und 300 ml Apfelsaft. Die Äpfel werden geschält, entkernt und kleingeschnitten. Damit die Äpfel nicht braun werden, verrühren wir sie noch mit Zitrone. Nun werden die Äpfel gekocht. Die Äpfel werden mit etwa 200 ml Apfelsaft, Zimt und Zucker aufgekocht und dann lassen wir sie etwa 2 bis 3 Minuten auf kleiner Flamme köcheln. Die Speisestärke verrühren wir in dem restlichen Saft. Und geben sie dann zu den kochenden Äpfeln. Bevor das Apfelkompott auf den Boden kommt, nehmen wir noch die Zimtstangen raus. Sobald unser Apfelkompott abgekühlt ist, machen wir mit der Creme weiter. Für unsere Creme schlage ich 300 Gramm Sahne auf und verrühre 300 Gramm Schmand mit 30 Gramm Sofortgelatine, 80 Gramm Zucker und einem Teelöffel Vanilleextrakt.
Als letztes hebe ich die Sahne unter den Schmand. Die Creme ist fertig und kann noch gleich auf unser abgekühltes Apfelkompott. Jetzt beginnt unsere Wartezeit, denn ihr wisst ja, dass die Creme etwa 2 Stunden braucht, um fest zu werden. So, weiter geht's. Die Creme ist fest und wir können jetzt den Schokoguss zubereiten. Und dafür brauchen wir 100 Gramm Sahne, 8 Gramm Kokosöl, 50 Gramm Vollmilchkuvertüre und 100 Gramm Zartbitterkuvertüre. Die Sahne und das Öl werden im Wasserbad erwärmt und die Kuvertüre wird gehackt und dann in der Sahne geschmolzen. Sobald der Guss fest ist, können wir unsere Schnittchen anschneiden. Jetzt kommen wir zur Dekoration. Dafür habe ich schon 100 Gramm Sahne mit einem Teelöffel Sanapat aufgeschlagen. Dann brauchen wir noch Backkakao und eine Haselnuss für jedes Stück. So sehen meine Apfelschnitten von innen aus. Wir haben einen sehr schokoladigen Boden, das Apfelkompott, die Sahneschicht, den Schokoguss und den Sahnetuff. Die anderen Schnitten mache ich auch gleich fertig. Das Rezept hierzu findet ihr wie immer unter diesem Video oder auf meinem Blog. Wenn euch mein Video gefallen hat, gebt noch einen Daumen nach oben und abonniert noch schnell meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!